Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bloodborne. Ich habe letztes Mal wie so ein Noob ohne Popschutzfilter aufgenommen. Hört man ein bisschen. Diesmal habe ich einen. I hope der ist better als der Mikro an meinem Headset-Mikro. Willkommen daheim, guter Jäger. Was wünscht ihr? Aber gut, machen wir weiter. Wir kanalisieren jetzt hier erstmal ein paar Hier Echos, bevor soll ich es wieder eure zurückgehe. Kraft werden. Wir haben ein Lasst ganzes uns näher Viertel, kommen. das wir jetzt erkunden können. Jetzt Das schließt die Augen. Kathedralenviertel. Oh, was? Das geht nicht. Ich habe genau zu wenig. Okay, Lebt vielleicht. wohl, gute Jägerin. Möget ihr euer Heil. Ja, ist okay, Pippi. Ist okay. In die Tasche rein. Ich will die Brosche noch nicht kaputt machen, wenn ich ehrlich bin. Möchte ich nicht. Ja, gut, dann habe ich auch nichts. Dann müssen wir so wieder zurück. Ich möchte die Brosche nicht. Ich brauche die auch im Zweifel. Für das Mädchen. Das arme Mädchen, das jetzt keine Eltern mehr hat und das ich gänzlich nur in den Tod schicken kann. Ich muss mal gucken. Und wenn ich zurückrenne, der Eulen da Bescheid geben, dass ich ein Plätzchen für sie habe. Das ist übrigens geil. Du klopfst da an den Türen und alle sagen sie dir, wie scheiße du bist. Im Grunde ist das Twitter. Janam ist Twitter in live. Muss nur einmal irgendwie was Falsches sagen. Irgendwas dafür sein, wo eigentlich man gegen sein sollte, schon bist du Arschloch. Hast verloren, bist Arsch. Ist so. Ich habe geilerweise übrigens mein Vorhang. Nein, nein! Oh, ich dachte, der schlägt mich jetzt. Ich habe meinen Vorhang nicht zugemacht. Das ist doof. Da kommt der zweite. Der hat mich gesehen. Ja, guck mal, da zeigt er noch auf mich so. Ey, guck mal. Oh, guck mal, das meine ich damit. Mit seinem Stock kann er schon was. Ich einfach nicht den visiert habe und. Okay. Die haben aber. Doch, die haben Dinge dabei. Die haben sogar Blutfiolen dabei. Und ich sehe, ich habe mal wieder viel zu wenig. Hey, ich wollte gerade sagen, da war doch eine Treppe. Ich habe meinen Vorhang nicht zugemacht. Oh man. Muss ich gleich machen. Doch ein bisschen sehr du. Oh. Kann ich den. I don't know. Ja. Ich könnte es versuchen. Wenn ich mich ganz heftig anschleiche. Nein. Falsche Waffe. Und ich glaube, das ist nicht so gut, was ich hier mache. Oh, da ist es. Das Glück der großen Gegner in jedem Souls-Game. Oh, shit. Nein, 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 okay, ist okay. Hui, ich dachte jetzt für einen Moment, er schafft's. Okay, jetzt mache ich, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Jeder im Kindergarten darf spielen, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Ha! Da spielst du nicht mehr so sehr, ne? So sieht's aus. So. Nee, 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 nee. Wir gehen jetzt weiter hoch, wenn wir den Ding nämlich jetzt hier schon erledigt. Hier gibt's nicht. Warum? Warum? Warum kann ich das tun? Warum sollte ich? Okay. Ich dachte, man muss Wege hier aufmachen und nicht zumachen. Ah, okay. Na komm, renn. Ach ja, es war Kreis. Nur ein besonderes Emblem öffnet das Haupttor. Habe ich das nicht? Hatte der Dicke das nicht mit dabei? Ja, offensichtlich nicht. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Aber wo kriege ich das denn her? Hä? Okay, ich gehe doch erstmal hier runter. Übrigens, der Troll da vorne ist wahrhaftig ein Troll. Denn da kommt sein Bro. Und wenn man gerade dabei ist, den da anzufixieren, sieht der einen. Ich habe ein ziemlich geiles Video damals gesehen. Der hat mich gesehen. Ah, nein, nein, nein. Aua, aua, aua. Sag mal. Du mit deinem Holzstock, ey. Oh. Halt, guck mal, da haut er mich. Da haut er mich. Und ich bin schon fast tot. Aua. Sag mal, du slappst wie ein Baby, du Penner-Troll. Rage in a Cage, aber sowas von.
So, ja, das war beabsichtigt. Ich wollte mich jetzt heilen. Nicht, dass hier wieder Kommentare auftauchen, dass ich für die Steuerung zu unfähig bin. Ich weiß, dass ich das bin. Man muss es ja nicht noch betonen. Ach komm, echt? In den Kackvögeln! Oh, come on! Alles an dieser Stelle ist... Habe ich den jetzt echt noch erwischt? Cool. Die mit ihren Steinen, die rasten immer so ein bisschen... Also all diese Trolle rasten so richtig aus. Ey, und jetzt seid ihr beiden dran. Ihr geht mir so... So. Ja. Übrigens, diese Vögel tragen mitunter Kieselsteine bei sich. Ich will gar nicht wissen, was die fressen. Will ich wirklich nicht. What? Macht mir hier nicht Angst und dann ist hier gar nichts. Ein Fernrohr. Das ich wozu brauche? Ach, da ist noch so ein Trötepieps über. Ein Piepsi. So. Nochmal Piepsi. Tote Piepsi, Tote Piepsi. Haha, Tote Piepsi. Blutstein. Ach, Blutsteinscherben sind ziemlich gut. Zack. Ich weiß übrigens nicht mehr, wie man den Parry macht. Überhaupt nicht. So nicht. Ich kann den Parry maximal eventuell, wenn ich gerade so dabei bin. Au. Ist okay. Okay. Ach komm. Nur weil ich den... Nein! Ist okay, ich hab's verstanden. Du und deine Kugel, ihr seid beste... Der kann nicht nur Rage in a Cage mit seiner Kugel machen, der kann auch Rage in a Cage ohne seine Kugel machen. Das ist ziemlich unfair, ne? Okay, ja. Ich gehe nie früh genug weg, um der Kugel auszuweichen. Was hat die denn für eine Reichweite? Das ist ein bisschen... Ja. Man merkt übrigens, dass sie hier schon die Idee für den weißen Knaben von Koss... Heil dich doch bitte. Oh mein Gott, jetzt rastet er völlig aus. Okay, beruhig dich. Okay. Na komm. Oh, nein, nein. Ich wollte jetzt gerade sagen, wer von uns schlägt schneller zu? Du oder ich? Jetzt bin ich natürlich blutfuelmäßig schon wieder beschissen unterwegs, ne? Hm, na gut. Dem ist dann wohl so. Komme ich eigentlich da vorne hin? Kann ich springen? Ja, okay, ist okay. Jetzt, Kotlet, darfst du dich beschweren. Aber nur jetzt. So. Weiter geht's. Ach ja. Übrigens habe ich immer in einem Durchgang hier alles kaputt gemacht und wurde mit nichts belohnt. Mit gar nichts. Okay. Ja, ich habe es verstanden. Ich, ein Mäßigungsblutstein. Das ist gut für uns. Ich bin unfähig mit der Steuerung. Aber solange ich durchs Spiel durchkomme, kann es uns egal sein. Aber ich gebe zu, dass ich tatsächlich gerade keine Ahnung habe, wie wir dieses Tor da hinten aufkriegen. Beziehungsweise wo wir das... Cool. So, jetzt wollen wir mal hier zeigen, dass ich auch rennen kann. Immer dieser coole, gechillte Gang. Jetzt habe ich hier schon so viel getötet für nichts. Für gar nichts. Wo kriege ich denn... Ach, das kann ich, glaube ich, kaufen. Kann ich das kaufen? War es das? Ich werde jetzt einmal kurz nachgucken, ob ich das kaufen kann und wie viel Blutechos ich bräuchte, um das zu kaufen. Zack. Okay. Ja, bitte in den Traum des Jägers zurück. Wir wollen träumen von einer besseren Welt. Tun sie auf Twitter ja auch immer. So. Hi. So, Badeboden, Bodenbaden, Badenboden. Hi. Na, wie geht's euch? Für euch kann ich, glaube ich, auch noch. Nee. So.
da, Jägeranführer. Oh, was? Das braucht wie viel? Okay. Da fehlen mir aber noch knapp 4000 und noch was. Das finde ich jetzt doof. Das finde ich wirklich doof. Ach übrigens, Leute, ich habe mein Outfit extra für euch verändert. Einfach nur, um es euch zu zeigen und habe jetzt vergessen, das wieder zurückzumachen. Das will ich doch mal glatt ändern. Ich mag meinen Jägerhut. Die, nee. What? Hä? Hä? Ausgerüstet können nicht abgelegt werden. Ach so. Ja. Hier wird ein Schuh draus. Die unterscheiden sich, wie ihr seht, von den Stats her so gut wie gar nicht. Ich weiß aber, dass ich das hier, die psychische Abwehr... Physische Abwehr. Die psychische Abwehr. Ganz wichtig, Leute. Es ist gut für eure Gesundheit. Die mag ich lieber. Die hier unterscheidet sich gänzlich gar nicht. Sieht nur einfach schicker aus, finde ich. Auch wenn das Geschmackssache ist. Aber ich fühle mich so... Die ist schon wieder weg. Die hat zu viel Freizeit, die gute Frau. Aber German ist da. Der gute German. Nee. Ach komm, ist okay. Irgendwann werde ich das Prinzip dieser... Ja, bitte aufbrauchen. Irgendwann werde ich das Prinzip dieser Steuerung schon wieder verinnerlicht haben. So, was kann ich hier machen? Ein Mäßigungsblutstein. Das ist gut, das machen wir. So, einfach immer die Waffe verbessern. Die Truller müsste doch hier oben... Hi. Hi, gute Frau. Ach, ich kann ja gar nicht. Ich kann nicht. Ich würde gern bei dir shoppen, aber ich will ja den Schlüssel haben. Dann gehen wir wieder zurück. Ich will den Schlüssel nämlich wirklich haben. So, zurück zum Kathedralenbezirk. Einen Ausgang haben wir genommen. Jetzt gehen wir mal den anderen Ausgang lang. Den ich bis gerade vermieden habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo es dahin geht. Alles ein Rätsel. Also ich weiß, dass wir zu Emilia oder wie auch immer sie heißt kommen. Einer der nächsten Bosse. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das mache. Sie ist ja entweder auf den dritte oder aber vierte Boss. Getauscht mit der bluthungrigen Bestie. Kann man sich halt aussuchen. Aber das weiß ich tatsächlich noch nicht, wie ich das mache. Hi. Na? Hab ich den schon gekillt? Ich habe den gekillt und ich habe den gekillt. Wie cool. Das ist ein Vogel. Eine Vogel. Ah. Warte mal, den habe ich jetzt mit einem Schlag gekillt. Aber die... Okay. Die haben mich jedenfalls Vögel. Wie kann dieser eine Vogel... Au! Na, wie frech. Wie frech bist du, Kackvieh, eigentlich? So, Wissen des Verrückten. Gibt Einsicht. Einsicht ist für Koop-Spielen, glaube ich, recht wichtig. Ich brauche... Au! Oh, ich muss wirklich den Vorhang zumachen. Ich habe diesen Köpf noch nicht gesehen. Guck ihn dir an, da kommt er runter. Hi! Nein, nein, das war nicht gut. Die können... Also, ich sag das jetzt so, ne? Das mit dem Stirb, das tut doch gar nicht. Doch, das tut tatsächlich weh. Wenn die wirklich wollen, dann tut das weh. Ich wurde von denen auch schon mal totgestockt. Des Öfteren, wenn ich unkonzentriert war. Ein Holzschild. Wo kommt der hin? Das meine ich übrigens mit, die können durchaus was drauf haben, ne? Ja, ist ja gut. Komm, beruhig dich, Bro. Da rastet er aus, da rastet er aus. Ist okay, beruhig dich. Ach, ist okay. Beruhig dich. Guter Mann, kommen Sie runter. Idealer...
hier geht's nicht lang. Leute, warum geht's hier nicht lang? Von einem Gerät verschlossen. Oh, Mann. Okay. Mich völlig umsonst attackieren lassen. Geht's hier noch zur Seite rein? Nö, hier geht's nirgendwo hin. Ey, hier geht's wirklich nirgendwo hin. Oh, Leute. Ich stimme mich gerade entweder doof an oder ich bin... Ach, egal. Wir haben da ja noch diesen einen Weg, den ich letzte Mal partout nicht gehen wollte. Aber hier kann man doch auch noch irgendwo lang. Ich bin noch nicht ganz am Kopf gefallen. Hätte ich schwören können. Ich schwöre drauf, dass das möglich gewesen ist. Na gut. Aber ich brauche ja... Es ist nicht so, dass ich völlig ziellos bin. Nur ein bisschen. Ich möchte ja in jedem Fall 10.000 Dingsies beisammen bekommen. Für den Schlüssel. Das nennt ich... Das kann man Ziel nennen. Durchaus. Nee, da gehe ich nicht lang. Doch, da will ich eigentlich lang. Also vielleicht möchte ich da lang. Vielleicht, Leute, vielleicht. Okay, da unten war viel Hund und viel Gedöns, ne? Na? Hier da? Und da habe ich sie beide... Aua! Also der kommt an so, haha, hast beide weggeholt. Ich zeig dir, was beide heißt. Tod den elenden Bestien! Ach, die haben wirklich Hass auf mich. Vor allem, ich bin doch noch keine Bestie. Ich bin doch nur anerkannter Jäger. Okay, vielleicht nicht anerkannt. Aber ich behaupte, es gibt Menschen, die haben von mir gehört. Immerhin werde ich ja immer direkt beleidigt, wenn ich hier auch nur irgendwas mache oder klopfe oder um Hilfe frage. Also, oder Hilfe anbiete. Auch dann werde ich angeschissen, angemotzt und bepöbelt und angespuckt, weil ich bin anscheinend ein anerkannter Jäger. Und trotzdem halten die mich ja alle für eine Bestie. Viele Konflikte wären gar nicht so schlimm, wenn man mich nicht angreifen würde. Wer kennt's nicht? Boah. Ich muss erst die Hunde erledigen und mich dann um den Typen kümmern. Ach komm. Sag mal, du dämliche Töle, halt die Fresse. So, das haben wir. Jetzt gehen wir den um. Dann kriegen wir bestimmt auch wieder Quecksilberkugels. Wir haben so ziemlich echt gar nichts. Zack. Okay, ich dachte schon für einen Moment, er kann noch schießen. Quecksilbers. Ich denke übrigens schon die ganze Zeit darüber nach. Oh, was ist denn hier? Gute Frage, was ist hier? Ein Hebel. Lass uns gucken, was dieser Hebel tut. Ach so. Okay, ich habe ein Ziel. Scheiße, da wollte ich gar nicht... da wollte ich gar nicht hin. Wenn man nicht sieht, dass da eine Kante ist, dann passiert sowas schon mal. Boah, wie viel Wissen des Verrückten wir hier abkriegen. Heftig, ne? So, ich habe den Weg nach Aldianam. Ich glaube, es ist Aldianam freigemacht. Aber jetzt haben wir trotzdem nur 8000 Blutechos. Ich möchte, bevor ich nach Aldianam gehe, möchte ich den Schlüssel kaufen. Das ist auf der einen Seite vielleicht Verschwendung, auf der anderen Seite wird es uns irgendwann erheblich abkürzen. Alles. Achso. Ach so, na gut. Und das machen wir auch diese Folge noch. Wir holen uns da ist die Laterne. Wir holen uns den Schlüssel. Ich werde da oben den Ding nochmal machen. Vielleicht bringt der noch ein bisschen was. Kommt der nicht? Aha, okay. So, Leute, wie geht das? Wie mache ich den Perry? Ich verstehe es nicht. Ich schleiche mich von hinten an. Und mache dann was genau? Oh, das ist nicht anschleichen. Das ist das Gegenteil von anschleichen. Warte mal, ist das... Ha 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 ha!
Alles einmal durchhaben, alles einmal durchhaben. Nee, Leute, ich muss wirklich nachgucken, wie das geht. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann unbescholtene Bürger nicht mit einem Parry angreifen. Aua. Dass der aber auch immer so draufhauen muss. Ziemlich frech. Na? Zack, zack. Zack, 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 zack. 9400. Da fehlt nicht mehr viel. Ich werde übrigens nicht die Scherben dafür opfern. Das mache ich nicht. Nein, ich sammle uns das hart. Nämlich bei den beiden Trollys hier. Die haben im Kindergarten auch keine Freunde abbekommen. In der Schule ist es dann noch schlimmer geworden. Haben ihren Abschluss abgebrochen und sind dann hier gelandet. Also Kinders, macht immer schön Schulabschluss, egal was für einen. Ein Haben ist besser als kein Haben, ist einfach so. Bloodborne bringt uns also noch wesentlich sinnvolle Sachen bei. Einmal heilen und dann einmal schleichen. Und nein, das ist es auch nicht. Wie mach ich's denn? Ich weiß es wirklich nicht. So, du kommst mir entgegen, ich komm dir entgegen und wir treffen beide. Guck mal, wir haben den fünf Schlüssel zusammen. Ach, komm schon. Dämlicher Kackbratzvogel. Ja, du auch, du dämlicher Kackbratzvogel. Ich finde es übrigens ein bisschen bescheiden, dass man ständig den Fokus verliert. Also jetzt gerade nicht, wenn der schöne weiße Punkt da nämlich leuchtet. Dann ist okay. Aber wenn es nicht leuchtet, dann eben nicht. Pop. So. Lauf. Beagle, lauf. Dab, 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 dab. So voller Blut, wie wir sind. In den Traum des Jägers mit uns. Ladezeiten. Das ist ja, wo es da gerade steht, mit Segen, ein totaler Segen, dass auf Konsole die Spiele mittlerweile gar nicht mehr so viel Ladezeiten haben. Ab dafür. Ich weiß, es tat weh. Es tat mir genauso weh wie euch. Nee, ihr freut euch. Ihr habt 10.000 Blutechos. Ich nicht. Ich freue mich nicht. Ich hätte mir davon ein paar Level kaufen können. So nah am Anfang sind wir nämlich bei 10.000 noch. Irgendwann später sind 10.000 Blutechos egal. Dann bezahlt man die aus der Portokasse. Aber jetzt eben noch nicht. Jetzt noch nicht. Verdammte Axt nochmal. Jetzt tut's noch weh. Ja. Der Arkanenschleier. Material für ein Ritual der Heiligen Kirche. Pistole für die Jagd aus der Werkstatt. Weißt Bescheid. Jetzt muss ich hier raus, glaube ich. Sie ist den Weg schon 50 Mal gegangen und weiß immer noch nicht, wo sie lang muss. Zack, zack. Du lebst. Na gut, ist okay. Dein Bro hier mache ich auch direkt. Vor allem, was ist das für eine traurige Existenz, ne? Die laufen immer die gleiche Strecke hin und her. Haben kein Leben. Keine Zukunft, keine Perspektive. Nichts zum Lachen, nichts zum Weinen. Das tut mir richtig leid, ehrlich. So, und jetzt möchte ich immer noch... Es ist so gut, ne? Es ist so gut und ich weiß einfach nicht, wie. So? So? Na. Na gut, jetzt adam ich, glaube ich, eh. Ist okay. Muss ich das vielleicht mit der... Nee. Oh, was habe ich denn... Wie habe ich das denn gemacht? Was mache ich denn... Ah, okay, ist... Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich Wünsche hatte und versuchen. Oh Gott. Das ist schlecht, das ist schlecht. Auf dem Weg... Nein, nein, ist okay, ich habe es verstanden. Ich sollte vielleicht bei großen Gegnern auch mal anfangen auszuweichen. Und nicht nur immer aufs Fressbrett zu passieren. Aua! Der lebt noch. Sag mal, was bist denn du für ein... Okay. Das wäre jetzt auch ein bisschen übel gewesen, wenn er... den... Ich
höre übrigens, es ist so faszinierend. Ich glaube, das sage ich jede Folge und ich glaube, das werde ich auch in nächster Zeit noch fast jede Folge sagen. Ich höre Kotlet schreien, wie er mir sagt, lerne die Steuerung. Fast an jeder Ecke, wo ich einen Fehler mache. Naja. Aber wir haben ein Tor aufgemacht. Dieses Tor habe ich mir sehr hart verdient, ja? Guckt es euch an. Guck mal, den Dude hier. Ach, guck mal, der Dude mit seinem Hut. Dieser episch mächtige Hut. Erledigt. Er hat Quecksilberkugeln. Aber warum? Ein Vogel. So Rotzvögel. Au! Sag mal. Was? So, was haben wir denn hier? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Einfach rennen. Oh, Kaltbluttau, da wird mir das warm, Herz warm. Und noch mehr von diesen Großen, ne? Ganz viele von den Großen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wir könnten aber einfach mal große Fresse riskieren, oder? Ich wollte gerade sagen, was soll schon passieren? Aua, genau das passiert. Okay. Ich hoffe, sein Bro wird nicht aufmerksam auf uns. Also so ein Doppelkampf mit dem möchte ich... Ah, ich habe das Gefühl, dass das wehtun wird, aber er hat mich nicht getroffen. Hallo? Ach, der lebte noch. Okay, aber er hatte 3 Blutführungen für mich. 3. So. Ich könnte ja sagen, ich bin stolz darauf, wie es läuft gerade. Oh nein! Cthulhus Kinder! Was mache ich denn jetzt? Die sind eklig. Die tun weh. Die saugen ein wortwörtlich das Gehirn raus. Warte mal. Hui! Ich weiß, die brennen ganz gut. Ich hasse die. Also die hasse ich neben Bestien am allermeisten. Es gibt einfach so viele Momente, wo die dann ankommen und man fühlt sich schlecht danach, weil man kein Gehirn mehr im Kopf hat. Wahnsinn. Ach, hier sind wir. Ah, okay. Also in der Theorie weiß ich, wo wir sind. Praktisch bin ich mir nicht ganz sicher. Gute Frau, wissen Sie, was Sie da tun? Nein. Das kann ja jeder wissen. Das Passwort. Okay, ich habe kein Passwort. Still sein, weil unser Charakter ja auch so viel redet. Ich bin ja die so viel redet. Ich glaube, wir sind hier aber trotzdem zu früh. Viel zu früh. Das ist, wenn man so viele Möglichkeiten hat, Dinge zu tun, dann macht man sie auch schon mal zu früh. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Ich habe sonst keine Ahnung. Ich habe wirklich sonst keine Ahnung, was ich hier eigentlich gerade tue. Hier komme ich bestimmt auch noch nicht hin, ne? Von einem Gerät verschlossen. Story of Silent Hill übrigens. Boah, da guck mal, da wird er direkt richtig sauer. So, guck mal, ich habe dich gesehen, ich hau zu. Oh, die kann man bestimmt schlauer machen. Ich habe keinen Bock, von der Axt mitgenommen zu werden. Zack, zack, zack. Ich finde aber mittlerweile schlagen uns doch abseits ein paar kleine, ich sag mal, Ausrutscher gar nicht schlecht. Da sind wir deutlich schlechter gestartet. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich hin muss. Also so richtig echt hin müssen und nicht nur, weil ich denke, dass ich da hin muss. Wo komme ich denn hier hin? Guck mal, der nächste Dude. Guck mal, wir haben jetzt beide unseren Auftritt. Oh. Aua! Da hat er mir eine Schelle mit einem Stock gegeben. Das ist ziemlich... Nein! Okay. Schlauer wäre es jetzt übrigens gewesen, meine große Waffe gegen die kleine Waffe zu tauschen. Aber schlau sein kann jeder. Und ich will nicht wie jeder sein.
Ey, wenn ich doch springen könnte, kann ich nicht auch eigentlich springen? Kann ich nicht eigentlich springen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Der verdammte Fluch! Hallo! Der Gestank von Blut und Bestien. Hm. Was gibt es denn? Ich bin während der Jagden nicht zu sprechen. Und außerdem ist dies kein Ort für Damen. Sie hat mich Dame genannt. Sie hat mich Dame genannt. Na gut. Das lasse ich jetzt so stehen. Mach jetzt mal hier einen kleinen Cut rein. Ich finde, wir haben heute doch ein bisschen was geschafft. Kein Boss natürlich, aber wir haben ein Tor aufgemacht mit unseren Blutechos. Nächstes Mal gucken wir mal hier weiter, wo es hier hingeht, ob ich vielleicht noch irgendwo eine Lampe finde. Und ansonsten muss ich eh gerade mal eine Orientierung kriegen. Wir klopfen natürlich noch an alle Fenster. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie findet ihr es so? Bis jetzt, wir finden schon noch unseren Weg, Leute. Also, schaltet ein, bis zum nächsten Mal.